Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Jahresrückblick malen ist mein heutiges Thema, was ich mitgebracht habe. Und vom Material her, ich würde mal sagen, es ist alles erlaubt. Es ist dein Jahresrückblick, deine kleine Meditation. Und wenn du magst, also ich habe auch ein Tagebuch mit dabei, notier dir gerne so paar Gedanken, während du malst, weil es könnte sehr hilfreich sein. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt einfach mal, bei mir ist es jetzt Aquarell, weil es sollte auch sehr spontan werden. Und um überhaupt einzusteigen in das Thema Jahresrückblick, ich weiß ja nicht, ob du ein Tagebuch schreibst, also ich nehme dann meine Tagebücher auch ein bisschen zur Hand und lese ein bisschen nach, fühle mich so rein, na, wie war das letzte Jahr? Fragen hierzu, jetzt genau, jetzt kommt mein Maltagebuch oder Schreib-Mal-Tagebuch zum Einsatz. Fragen, hilfreiche Fragen könnten sein, ja, also welche Erfolge oder anders ausgedrückt, worauf bist du besonders stolz, ja, im letzten Jahr? Und es muss jetzt nicht, weil ich jetzt gerade Erfolg auch erwähnt habe, ich rede jetzt nicht explizit von beruflichen Erfolgen, aber auch das ist ja oftmals der Fall, ne? Du könntest also stolz sein, auch spirituelle Erfahrungen, oder du hast dich mutig und engagiert verhalten. Dann notiere es, ja. Was war besonders schön im letzten Jahr? Welche tiefgreifenden Erinnerungen hast du an bestimmte Situationen? Und versuch nun, diese Momente aufs Papier zu bringen, zu malen. Oder schreiben und malen. Ja, ganz wie du willst. Ja, und ich mache so diese kleinen, oder das ist ja jetzt eine größere Inventur. Ich empfehle wirklich regelmäßig eine Inventur. Also ich mache es tatsächlich öfters im Jahr. Manchmal gibt es während des Jahres auch bestimmte Abschnitte, die ich mir dann genauer anschauen möchte. Dann stelle ich mir Fragen dazu. Und ich empfehle natürlich auch, das Ganze schriftlich dann zu machen. Aber hier haben wir uns ja jetzt erstmal fürs Malen und im zweiten Teil eben Schreiben entschieden. Oder du kannst auch Malen und Schreiben miteinander kombinieren. Ist auch eine ganz tolle Sache. Ja, und lass dir Zeit. Wie sagt man bei uns in Bayern, fällt mir jetzt gerade ein, Hudeln macht kreislige Kinder. Komisch, dass mir das jetzt einfällt. Ja, lass dir Zeit. Fühl dich rein in deinen Jahresrückblick. Manchmal geht so ein Jahresrückblick auch... Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. So ein Jahresrückblick über ein paar Tage. Also das ist nicht gesagt, dass das an einem Nachmittag rum ist. Also mit Sicherheit nicht. Oder du gehst spazieren und dann kommen dir weitere Ideen und du setzt dich an deinen Maltisch und verarbeitest so deine Ideen über Jahresrückblick. Was konntest du lernen im letzten Jahr? Was möchtest du mitnehmen ins kommende Jahr? Was hast du ganz besonders toll gemacht?
Ja, lass es fließen. Ja, mein Jahr war wirklich sehr ereignisreich, das Jahr 2023. Mit vielen Überraschungen. Dann war ich natürlich öfters in Bayern unten bei meiner Mutter. Wir waren ja jetzt auch zu Weihnachten unten. Und das ist natürlich nochmal ein ganz besonderes, ja, gefühlsmäßiges Ereignis, weil ja, meine Mama geht jetzt auf die 90 zu, lebt immer noch alleine, selbstständig. Also sagenhaft unglaublich, diese Frau. Aber natürlich berührt es mich, ne? Klar. Ja, im nächsten Video malen wir dann Jahresrückblick. Da gibt es dann mal wieder ein Porträt. Und ja, es bleibt spannend.